Das Lichtfest in Leipzig gehörte zu den eindrucksvollsten Höhepunkten zum 20. Jahrestag der Friedlichen Revolution. Unmittelbar nach dem Friedensgebet in der Nikolaikirche entstand aus brennenden Kerzen auf dem Augustusplatz der Schriftzug Leipzig 89. Als sich im Jahr 1982 die ersten Teilnehmer der Friedensgebete in der Leipziger Nikolaikirche zusammenfanden, ahnte noch niemand, dass diese Treffen einmal der Beginn einer Revolution sein würden, die es bis dahin noch nicht gegeben hatte. Der Mut steckte an. Nachdem sich zu den anschließenden Montagsdemonstrationen immer mehr Menschen zusammentaten, begann eine Bewegung, die in die deutsche Geschichte eingegangen ist. Ihre Botschaft war eine wunderbare. Wir sind das Volk, das heißt, wir wollen Freiheit. Keine Gewalt, das heißt, wir wollen den Nächsten achten. Das nächste Volk, den Nächsten unter uns. Das ist eine Friedensbotschaft. Mündet in der Freiheitsbotschaft. Ohne Freiheit nicht wirklicher Frieden. Und ich wünsche mir heute, dass von dieser Stelle überall in der Welt gehört wird: Freiheit, keine Gewalt, das Volk soll entscheiden. Das ist die Botschaft aus Leipzig. Und das wird Leipzig zu einer wunderbaren Stadt, auch im Bewusstsein anderer Völker machen. Leipzig hat es verdient. Und der 9. Oktober ist eines der wunderbarsten Daten in unserer deutschen Freiheitsgeschichte. Danke. Vom Augustusplatz aus gab es entlang des Innenstadtrings, dem historischen Demonstrationsweg folgend, verschiedenste Informationsmöglichkeiten und Installationen. Das Lichtfest Aufbruch Leipzig, 20 Jahre friedliche Revolution und Einheit Europas, bezog Architekten, Lichtplaner und Designer aus verschiedenen europäischen Ländern ein. Insgesamt 20 internationale Künstler setzten an diesem Abend bis weit nach Mitternacht die ehemalige Protestmeile eindrucksvoll in Szene.